Hallo, Freunde der Laserstrahlen auf Monitoren. Wir machen jetzt die nächsten Tests. Mal wieder hier. Und das macht ja richtig Spaß. Warum hast du mich nicht eher zugezwungen? Warum tun wir jetzt dann so viel Zelda die Zeit zutreiben und dann darf ich das nicht hochladen? Vielleicht darfst du es ja doch hochladen. Was versprichst du dir, Plattform? Wenn ich da jetzt drauf gestanden hätte, wäre das gut oder schlecht gewesen? Es ist egal, weil guck mal in die Decke. Warum ist nicht alles damit ausgekleidet? Warum haben die so viel Mondgestein? Ja, das ist halt... Versuchst du gerade dich selber zu gewöhnen? Nur ein bisschen. Ah. Oh, ich weiß, was passiert denn, wenn ich den einen Laser zum anderen lenke? Nix. Wird er dann stärker? Nein. Und es klingt aber auch lecker. Jetzt habe ich Appetit. Lecker Menschenfleisch. Nein, also, mach doch mal die Laser da weg. Versuch, ne, dann setz doch dein blaues Portal anders und versuch dann mal erstmal hochzukommen. So, wir wollen da unten einmal reinlenken und den anderen wollen wir da oben reinlenken. Nummer eins. Ich habe nur einen davon. Ja, und das kann. Erinnerst du dich, wie du noch Laser umlenken kannst? Was du noch so Lustiges in deinen Händen hältst? Jetzt in deinen Händen Ach, hältst? Ach so. Jetzt musst du nur. Naja, guck mal, wo du hinschießen musst. Achso, ich hab's schon. Nee, ich wollte ihn einfangen. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast einer Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar von zugehört. Hat die gesagt, ich bin dick? Ja, hat sie. Und das wird noch oft passieren. Warum ist denn das so schlimm? Tja, GLaDOS wird dich gern beleidigen. Oft und gern. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Ich kann ja nicht. Ja, du gehst einfach weiter. Warum ist das alles reparierfähig? Warum nicht? Warum repariert sie es dann nicht selber? Glaubst du? Nein, achso, die Tante das sah. Ja, es gibt ja niemanden, der... Guck mal, es sieht doch schon immer besser wieder aus. Guck, jetzt komme ich nicht an den Knopf. Oh! Jetzt hast du zumindest schon mal Nummer 1. Aber aufpassen. Du kannst davon aber nicht erschlagen werden, auch wenn das Bild sehr bunt, sehr schön ist. Okay, du brauchst einen. Ich weiß nicht, warum du das tust. Ich dachte, der kann da gegrillt werden. Nein, ich nehme Laser. Haha, Laser. Haha. Kann Laser damit aufhalten. Wenn ich den jetzt hier reinwerfe, kriege ich einen neuen. Ja, also du musst wieder zum Button gehen und einen neuen drücken. Nee. Du kannst auch jetzt nochmal den Button drücken, dann löst sich der alte auf. Was? Warum? Weil du immer nur einen Würfel haben darfst. Warum? Oh. Perspektive. Ja. Guck mal zum anderen. Nachdem du gedrückt hast. Oh nein! Und dann liegt neu. So funktioniert das. Und wenn ich jetzt noch einen möchte. Tja. Was will ich überhaupt? Was ist mein Ziel hier? Na. Ach, da ist wieder so dick. Ja, toll. Ah, doch, das ist sogar richtig. Allerdings musst du zuerst auf die andere Seite, weil. Guck mal, was das macht. Da kommst du nicht hin, von hier aus. Wie denn? Naja, von der anderen Seite. Du warst doch eben gerade da. Ja, jetzt komme ich dahin. Ja. Und dann kann ich einen auflösen. Nein.
Den Würfel brauchst du ganz am Ende ja noch. Wollte ich auch gar nicht. Nein, aber guck, jetzt kann ich den auflösen und es wäre der Lay. Nee, Quatsch. Na. Oder du machst es anders. Mist. Ich weiß nicht. Ich sehe jetzt in der Mitte der Blöde, der. Das Blaue ist in der Mitte. Blaue. Würfel. Ja, der kann da bleiben, wo er ist. Nein. Warum nicht? Okay. Nein! Ach! Soll ich dir nochmal die Farben beibringen? Das eine ist blau. Das ist ja schon links und das andere ist ja rechts. Und das Blaue ist links, wie du siehst, in dem Kreis, das ist auch so ein bisschen links. Ja, fein, du Schlaumeier. So, und jetzt setzt du das Rote. Besetzen. Genau. Und jetzt kann ich den Würfel auflösen lassen. Kannst du, klar. Und dann kriege ich einen neuen und das Ding funktioniert. Kommt es wieder zurück? Ja. Ah, fein. Deshalb hättest du auch einfach den Würfel von Anfang an mitnehmen können. Nein. Klar. Die haben ihn rumtragen müssen. So wie du jetzt ihn die ganze Zeit rumträgst? Brauche ich den aber jetzt nochmal? Ja. Ach Mann. Ja, spring. Du kannst springen. Oder du machst das so. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen. Hat die schon wieder gesagt, ich wäre dick? Ein bisschen. Die ist nicht lieb, die Tante. Ja. Danke. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ah. Funk. Dann kann ich nicht zurückfunken gleich wieder. Oh. Hallo Kamera. Oh, kann ich die Kamera so rausfallen lassen? Ja. Überraschung. Hä? Lassen? Die ist runtergefallen, nicht raus. Oh, ich kann auch ein kleines bisschen steuern währenddessen. Ah. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Nein. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Kunststück, oder? Das mache ich auch. Ist ja nicht so, dass wir hier ständig neue Luft kriechen. Das hast du schon wieder kaputt gemacht. Ach, nein, das ist doch Absicht. Yay, guck. Du hast es beim ersten Mal geschafft. Natürlich, ist ja nicht schwer. Das Timing ist nicht leicht. Wenn ich jetzt die Kamera nehme, dann grillt die. Ja. Nein! Oh. Da kann ich hier beim Aufräumen helfen. Ich muss doch nur da reinschippen. Dich macht Spaß. Ja. War es also doch gar nicht so schlimm, meine Idee. Naja. Was gibt es im nächsten Test? Naja. Das ist immer noch deine Idee. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine.
Glasflügel. Ja. Komm da noch hin. Keine Ahnung. Was ist der Glasflügel? Ah! Oh! Hui! Ei, ups! Der erste Tod! Ich dachte, ich wäre besonders schlau, weil ich das schaffe, da noch ein Portal hinzuschließen. Tja, aber ich hätte vielleicht das andere nicht dort oben hin tun sollen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft ziehen. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Du bist besonders schlau, wenn du es schaffst, zwei Portale zu setzen. Ja, muss ich ja. Guck. Mist. Mist. Ist der, jetzt kann ich hier sorglos das andere setzen. Sehr sorglos, wie du das gemacht hast. Ich habe mir keine Sorgen gemacht. So. Ist da unten doof, da unten? Ja, unten ist alles doof. Da ist einfach ein Knopf. So, schauen wir mal. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Da kommt das jetzt. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Nein! Bestimmt nicht! Und da hast du eine Kugel und einen Stuhl und eine. Du musst nicht mit dem Müll testen. Es ist nur Müll. Du kannst drück den Knopf nochmal. Das ist tot. Da kommt jetzt der Würfel. Aber das Ding gefällt mir. Kann ich das so schließen? Nein. Ist kaputt. Nein! Ja, das war ja jetzt doof. Wieso? Du kannst doch jetzt neben dir. Neben ich dir. Da ist eine weiße Fläche und unten wäre eine weiße Fläche. Achso, die haben wir gesehen. Naja, jetzt kann ich nur vielleicht auch fangen. Komm, na, hier viel so Spaß. Du, er darf übrigens auch auf dich zurasen. Du kannst eigentlich nicht durch solche Objekte getötet werden. So, und jetzt musst du den natürlich noch auf einer. Erinnerst du dich an die gestrichelten Linien? Nein. Da siehst du noch gestrichelte Linien. Oh. Wie werfe ich ihn denn jetzt? Gar nicht. Du siehst doch, was dort ist. Jetzt hast du ihn getötet. Du siehst da doch ist nichts Weißes. Natürlich, guck doch mal wo denn? Hoch. Guck doch mal hoch. Ach. Mensch, du musst mit mir sprechen. Das war jetzt sehr dumm, oder? Nein. Doch. Naja. Also ja, das muss man erst dann machen, wenn der Würfel da ist. Ja. Nicht jeder wirft den Würfel einfach in die Brühe, so wie du. Das sagt aber. Oh, die sieht aus wie eine Laserdisc. Es ist eine Laserdisc. Ah, was denn für eine? Ja. Drehe ich die jetzt um? Gar nicht. Du. Doch so. Habe ich den Würfel verpasst? Nee, er ist dort hinten hängen geblieben. Drück nochmal drauf. Hä, wieso hängt der Blink? Wieso hängt der Bling? Wieso bleibt der hängen? Ich weiß es nicht, warum er diesmal hingeblieben ist. Ach, vielleicht wird das nicht gerendert, wenn man da weit weggeht. Nee. Und das ist halt jetzt schon die Rendergrenze. Das ist nicht das Problem, aber manchmal halt zufällig, dass er nicht. So. Jetzt Mist. Da unten. Aber du kannst dich von unten hochholen. Ja, aber das ist ja witzlos. Warte mal, geh nochmal kurz runter. Und ohne Würfel. Sieh da. Stell dich mal zum Radio. Radio. Oh. Kannst ja mal zuhören. Es ist still allein. Ja. Was passiert jetzt was? Nein. Das ist toll. Aber du kannst zuhören, es ist still allein. Du ziehst voll das LP in die Länge. Oh, das wollte ich schon immer mal sagen. Ach so. Ich ziehe es hier in die Länge. Nein, ich mach's ja. Glück gehabt. Ist auch nicht mittig. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Tja, so ist das. Das verstehe ich aber. Kann ich nachvollziehen.
Ja, ich kann es auch immer nachvollziehen, wenn Leute mich Müll nennen. Ich kann es bei dir auch nachvollziehen. Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschrecken. Entschuldige, ich weiß nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Hätte ich jetzt hüpfen müssen? Kannst du das bitte im Nachhinein, wenn du es schneidest oder vielleicht es noch bearbeitest, bitte einfach übelst laut machen? Guck mal, schau, Kerzchen! Du kannst überspringen. Redet der mit mir? Nein. Habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Ja. Wir vermasseln nochmal. Oh nein, schon wieder vermasselt. Warum stirbt denn der schon von diesem Strahl? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Sollte der Cube anfangen mit dir zu reden, dann solltest du ihn nicht auf ihn hören, solltest du nicht auf das hören, was er sagt. Gab's denn nicht auch irgendwas mit, wenn der ist nicht fähig, Liebe zu empfinden, und falls es doch tut, hör nicht drauf oder so? Ja, wenn er, ja, genau, also dann so in der Art zumindest. Wie kriege ich den jetzt da weg? Na, er liegt auf Weiß. Ja. Ach so, ich kann da schon eins schießen, ohne dass du sollst dich aber kann ich die eigentlich auch wieder ausschalten, die? Du solltest dich vorher auf den Fass. Ja, und wie kriege ich den da hoch? Warum willst du den jetzt da hochkriegen erstmal? Na, hier unten nützt mir ja nicht mehr viel. Naja, aber du bist oben. Er hätte in jedem Fall immer noch auf Weiß gelegen, übrigens. Wenn du an die Wand geschossen hättest. Aber das ist lustiger. Du machst das falsch, Würfel. Oder du. Warum ist denn der so wichtig? Kann der mit deinem sprechen? Nein. Das ist einfach nur ein Würfel mit einem Herzchen. Das hatte ich schon mal. Und du? Da oben ist der Ausgang. So, ich wette, ich muss dann erstmal zum anderen hin, weil der Ausgang, da ist ja ausgangig. Ja. Und du brauchst einen Würfel. Das ist ja jetzt Mist. Überraschung. Das heißt, du solltest vielleicht erstmal den Würfel hochkriegen. Linke Maustaste. Oder du nimmst ihn und gehst da rein. Und jetzt kannst du nochmal springen. Nein. Wie auch immer das funktioniert hat. So wie ich gedacht habe. Was tust du? Ihn nicht mittig legen. So funktioniert das übrigens nicht. Du das musst doch mit auch Impuls. Funktionieren. Du musst doch mit Impuls da rein. Oder du springst einfach richtig. Auf Weiß. Was tust du? Schwung! Nein! Und jetzt? Ui! Ja. Funktioniert super! Ich hab mir das den Kopf besser vorgestellt. Ui! Das glaube ich dir. Soll ich dir mal was zeigen? Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Was passiert, wenn ich den Würfel mitnehme? Ja, genau, das wollte ich gerade machen und du hast es verkackt. Wieso habe ich das verkackt? Weil du jetzt wieder im Portal setzen musst, um überhaupt erstmal zum Würfel hinzukommen. Wie hätte ich es denn sonst machen sollen? Ganz einfach. Oh Gott, ist deine DPI riesig, Mann. Was zur Hölle? Die ist gerade auf. Ich habe die zu 2 Stufen niedriger gestellt. Ja. Die stelle ich mal nicht so an. Achso, warte mal, die hier ist ja noch offen. So. Boah, voll der Pose. Du machst da ein Portal. Du gehst hier rüber, nimmst den Würfel. Hier runter. Packst da das andere Portal hin. Ach, es gibt ja 2 von. So, jetzt haben wir. Aha. Wir haben die Würfel geklaut. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam. No. Und wir haben so viele davon. Aber wir konnten den Würfel klauen. Ah, ja schön, da hat es gar nichts gebracht. Ich weiß, hier bringt nichts irgendwas, was du versuchst zu klauen. Oh. Man kann doch bestimmt noch einen ROM-Hack machen, ein Quatsch, einen RAM-Hack machen oder so.
Dass er den halt dann immer noch hat. Ich denke nicht, nein. Tja, wohl wüsste ich, dass man diesen spawnen kann, dass man jetzt halt einen hat. Aber warum? Um zu gucken, ob es vielleicht doch irgendwie berücksichtigt wurde als Easter Egg. Nein! Warum sollte ich etwas berücksichtigen, wofür ich gerade programmiert habe, dass es nicht funktioniert? In Stanley's Parable, wenn du Cheats aktivierst, kriegst du Ärger, wirst in den Raum gesteckt für ein paar Minuten. Wenn du es dreimal machst, wirst du für alle Ewigkeit in einem sehr ernsten Tisch. Da war extra ein Baumholz und hat, ja. Ich habe das Spiel auch gespielt. Siehste? Aber das ist auch, da wurde auch nicht verhindert, dass du, beziehungsweise doch, es wurde verhindert, dass du sie sonst wirklich nutzen kannst. Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Das waren jetzt Emanzipationskills. Das waren diese Dinger da, diese blauen. Wo du nicht durchschießen kannst. Schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Wenn man das langsam abspielt, was sagt sie? Ich glaube, sie wiederholt nur das, was schon davor gesagt wurde. Irgendwie. Es ist nichts Sinnvolles. Also nicht wirklich beim Test hilfreiches. Oh, warum geht das? Na, dadurch geht der Laser. Hä? Das löscht auch deine Portale. Aber dann ist ja doof. Aha. Den kann ich nicht mit reinnehmen. Das ist fast. Ist ja dann doof. Das ist immer noch ein Rätselspiel. Aber das bedarf einer Erklärung. Nein. Eigentlich nicht. Der fällt doch nicht zufällig dorthin, wo soll. Nein. Gut auch nicht. Wie soll ich denn das machen? Du gibst viel zu schnell auf. Nein, ich geb nicht auf. Ich meckere nur. Oh! Du solltest dich nicht töten. Du solltest mal umschauen, was du noch machen kannst. Hier was ist nix. Noch für... Nee. Du gibst viel zu schnell auf. Du guckst dich nicht genau um. Hä? Da oben ist noch ein bisschen. Aber da komme ich ja nicht durch. Glas kann ich nicht zerhauen. Du guckst auf völlig irrelevante Dinge. Ja, und da ist ein Loch. Schön, den Laser kriegt oh mein da nicht Gott, durch. Da ist ein Loch. Den Laser kriegt da nicht nennenswert durch, oder? Naja, nicht ohne Portal. Oh, aber krieg ich den Würfel da durch? Nee, das ist viel zu groß. Mal sehen, ob du von selber drauf kommst. Nee. Irgendwie nicht. Ja. Na dann. Ah, kann ich den vielleicht von innen rausholen? Ja, aber gut, dann passt er immer noch nicht durchs Loch. Das geht nicht. Du hast es doch schon fast. Der passt dann nicht. Ja, das geht doch auch gar nicht um den Würfel gerade. Deine Portale werden die ganze Zeit gelöscht. Das ist das Problem an der Sache. Ja. Und wenn ich hier rausgehe, werden sie wieder gelöscht. Das heißt, hier kommt auch keiner raus. Was kannst du durch ein Loch durchschießen? Ich müsste erst einen Punkt haben, wo ich es hinhaben möchte. Ja, du hast zum Glück auch nicht überall Weiß. Nein, den Würfel. Der Würfel ist doch jetzt erstmal völlig egal gerade. Nein, ist er nicht. Du musst erst... Ich kann doch nicht mehr umsetzen. Du verstehst, natürlich kannst du es umsetzen. Wie denn? Ich müsste doch dazu heraus. Nein. So funktioniert's nicht. Es geht nicht um den Laser. Es geht einfach erstmal nur, wie kommst du rein und raus, ich um weiß, die Portale zu löschen. Portale, ich hab mich nur verdenkt. Aber das nützt mir ja immer noch nichts. Dann hab ich jetzt hier halt so einen Laser drum schwirren. Super. Nein, es geht nicht um den Laser. Und was denn? Dass du rein und raus kannst, ohne durch den Grill zu gehen. Ah, da wär's ja doof, wenn ich den Laser damit drin hab. Ja, du setzt jedes Mal die falsche Farbe. Nein, jetzt war's richtig. So, und wo kann der Würfel jetzt hin? Wie kommst du jetzt den Würfel hoch? Du gehst durch das Portal. Yay! Und das ist... Du kannst es auch einfach direkt machen. Ich schneide Mondgestein.
Und jetzt kannst du den Laserstrahl. Oh. Oh mein Gott. Und jetzt kommst du auch. Und jetzt brauchst du weder deine Portale noch irgendwas anderes. Und es reicht, wenn du den doofen Würfel hast. Ich hätte auch gern so einen Würfel. Das Ding ist sicherlich optisch auch was ganz Schlaues. Ja, und jetzt kannst du rausgehen. Ist sogar völlig egal, ob du durch die Portale gehst oder durch den Grill. War es denn jetzt so schwer? Ja. Die Tante hat zu schnell geredet. Ach so. Du brauchst jetzt keine Erklärung. Aha. Nach diesem Erfolg würde ich dann auch mich für diese Folge verabschieden. Ja, dann machen wir das mal. Lass mich noch reden. Oh, da haben wir sogar so einen Teil. Hey, hey, das ist doch perfekter Abschluss. Tschüss. Tschüss.